Ich bin Teil von jeder Kraft, die stets das Böse will und das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Goethe, Faust. Herzlich willkommen, mein Name ist Nadja Danneberg und ich möchte heute wieder über Gut und Böse sprechen und wie sich denn das Böse ja auch im Mäntelchen des Guten kleidet und so eben gefährlich, manipulierbar und auch sehr eben toxisch ist. Das findet sich sehr oft in Beziehungen, wo dann eben ein Partner oder Partnerin meint, ich meine das doch nur gut. Das ist doch nur das Beste für dich und verpackt es aber sehr oft entweder passive Aggression oder aktive Gewalt. Ich bin ein Teil von jeder Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Ist ein logischer Umkehrschluss. Wenn ich gerade ein Mainstream-Denker ist, wird einräumen, dass das größte Unheil in der Menschheitsgeschichte von denen angerichtet wurde, die absolut das Gute auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die gefährlichsten Verbrecher waren stets die, die davon überzeugt waren, das Gute zu verkörpern, besonders die, die glaubten, eine göttliche Mission zu erfüllen. Das Göttliche aber, und das ist eine weitere logische Konsequenz der Dialektik, muss jenseits von Gut und Böse sein. Denn wäre es nur ein Teil der allmächtigen Kraft, dann wäre es nicht das Allmächtige. Zitat aphorismen.de. Nun, das Gute, das sich oftmals im Bösen kleidet, finden wir natürlich gerade in den letzten 3 Jahren. Und ich denke, ich gebe immer wieder diese Denkanstöße zu erkennen, zu verstehen und darüber auch nachzudenken. Denn das ist nämlich auch wesentlich. Obwohl durch diese Verwirrungen, Verirrungen auch eben wir im Labyrinth des Wahnsinns und Irrseins wandeln und so den Ausgang ins Leben oftmals nicht finden. Leben bedeutet ja rückwärts gelesen Nebel und so sind wir sehr oft in dieser benebelten, kurzsichtigen Situation, wo wir eben nicht mehr einsehen, verstehen oder klar denken können. Dieser geistige Blackout, das ist eben so ein Notfallprogramm, ja, macht uns ja auch ängstlich, ohnmächtig, ohne Macht zu sein, verwirrt und verrückt. Deshalb ja auch meine Videoreihe verwirrt, verrückt oder doch ganz normal, denn viele sagen auch zu mir, ja, ist das verrückt oder bin ich verrückt? Das ist der reinste Wahnsinn, ihr Sein. Und genau das ist nämlich die Gefahr, dass durch die verwirrten, verrückten Botschaften nonverbale Kommunikation und verbale eben so eine Verwirrung entsteht, die natürlich auch Angst macht. Dort, wo Angst ist, ist natürlich auch Macht, nämlich Angst macht. Je größer die Angst der einen, desto größer die Macht der anderen. Das sind eben Machtspiele der Politiker. Dazu verlinke ich gerne auch mein Video, das ich schon vor mehr als einem halben Jahr aufgenommen habe. Und zwar, für die Maus ist die Katze ein Löwe. Und so verkriechen sich natürlich viele Menschen, um in dieser Metapher zu bleiben, im Mauseloch. In der Unterwerfung, aber natürlich auch durch eine begründete oder auch unbegründete Angst, ihren Job zu verlieren oder eben auch angefeindet zu werden oder eben ausgegrenzt zu werden, wie sich das natürlich die letzten Jahre schon gezeigt hat. Und so ist es, dass ja, Mephisto eben ein Teil von jener Kraft ist, der stets das Böse will. Eben, so meine ich, chaotische Streben, um das wieder auf unsere Zeit eben auch zu brechen. Chaotische Streben zum Bösen, wie Corona-Maßnahmen, Impfpflicht, wo Menschen auch genötigt worden sind, in Not gebracht worden sind. Sanktionen ohne eben Friedensverhandlungen, wo auch der dritte Weltkrieg droht. Das heißt, die Menschen sind eben von dieser vom Corona-Lockdown, der willkürlichen Maßnahmen, Bedrohung der Existenz, Vernichtung der Existenz, eben auch aktive, passive Aggression, Gewalt gegen Kinder und die sich ja natürlich gerade da im Männlichen des Guten kleidet. Zum Schutz der anderen müssen Kinder Schuld übernehmen und auf ihr Leben verzichten
Und ja, auch Kranke und Alte wurden isoliert und menschenunwürdig behandelt. So waren auch Begräbnisse, wo 5 Leute zugelassen waren, Abschiede in Spitälern nicht möglich, Seelsorger nicht zugelassen. Das ist grausame psychische Gewalt, eben gerechtfertigt durch das Gute, man müsse andere schützen. Und eben stets das ja, Böse schafft, aber um sozusagen daraus das Gute zu schaffen, braucht es die Erkenntnis des geschaffenen Bösen, nämlich die Erkenntnisfähigkeit. Und eben, das heißt, diese Erkenntnis, durch diese Erkenntnis strebt der Mensch nach dem Guten zur Verhinderung des Bösen. Das heißt, damit eben dieser Wandel vom Bösen ins Gute passiert, braucht es die Erkenntnisfähigkeit, etwas Böses getan zu haben. Und eben dann wieder daraus etwas Gutes zu schaffen. Aber es ist passiert genau in dieser Politik genau das Gegenteil. Es wird sozusagen das Böse geschaffen und gleichzeitig aber gesagt, nein, wir machen doch nur Gutes. Das heißt, es mangelt hier an der Erkenntnisfähigkeit und das ist genau die Gefahr. Denn wenn es an dieser Erkenntnisfähigkeit mangelt, eben dann resultieren daraus falsche Schlüsse und aus diesen falschen Schlüssen natürlich auch wieder irre Maßnahmen. Und so wird dann der Kreislauf der Destruktivität, der Vernichtung eben dann fortgeführt. Damit man eben nicht erkennt, etwas Falsches gemacht zu haben, muss man leugnen, verdrängen. Ja, und auch natürlich abwehren, das sind Abwehrmechanismen, um dann auch die Sündenböcke im Außen zu suchen, der oder die Impfgegner sind schuld, der Dritte ist schuld, alle anderen sind schuld. Und so wurde natürlich auch der Impfgegner zum Objekt, nämlich in dem Sinne, dass ja, dieser entmenschlicht wurde, ist an allem schuld. Dahinter, sage ich, aber stehen immer natürlich Menschen, Schicksale und eine Vielfalt an Meinungen. Und eine Vielfalt an Motiven. Es gibt nicht den Impfgegner oder die Impfgegnerin. Und das ist genau gefährlich, dass der Mensch sozusagen entmenschlicht zum Objekt wird und so ja dann auch ja im Sinne von ja entwürdigt wird, abgewertet wird. Und das ist genau, aber auch ein Zeichen der narzisstischen Gesellschaft, die ja schon über Jahrzehnte diese Entmenschlichung, diese Entrückung, Würdigung des Menschen zeigt durch Ausbeutung Mensch, Tier und Natur. Und ich habe das auch im Interview mit Dr. Schubert, das ich gerne verlinke, auch aufgezeigt, dass eben wir von einer narzisstischen Gesellschaft in eine psychotische, das sagt auch eben Dr. Marz, mit dem ich demnächst ein Interview führen werde, ich freue mich sehr darauf, aber natürlich viele andere auch, die das reflektieren, dass wir in eine psychotische Gesellschaft kommen, verlinke dazu auch noch andere Videos, die sehr wertvoll sind. Und ich bin wirklich jedem und jeder dankbar, die Stimme zu erheben, um diese Wahrheit ja auch oder diese Erkenntnisse zu finden, damit eben auch wir aus diesem Labyrinth der Angst, der Not, der Panik wieder ins Leben finden. Und das ist nämlich genau das Problem, dass wir in eine psychotische Gesellschaft wandeln. Dort, wo Angst, Schrecken ist, ist natürlich auch Not und Nötigung und auch Macht missbraucht. Eben, dass wir dann auch wahnhaft werden, weil wir nicht mehr wissen, was ist wahr, was ist falsch, was ist richtig. Und so eben dann das Notfallprogramm, eben Unterwerfung, Schockstarre, Flucht in Süchte, eben auch schwere Erkrankungen mit Depressionen, aber ja, schlimmstenfalls natürlich, wie es auch Statistiken sehr traurig zeigen, Selbstmorde. Das ist die Autoaggression. Aus dieser Ohnmacht nicht mehr raus zu können und keine ja, Handlungsspielräume mehr zu haben. Aber natürlich auch der Angriff, und das habe ich auch im Video mit Dr. Schubert herausgearbeitet, wie wichtig es ist, diese positive Abgrenzungsaggression zu haben, diese Behauptungsaggressionen, Stopp gegen psychische Gewalt zu sagen, aber auch gegen körperliche. Sich zu schützen, aber natürlich auch Schwache zu schützen. Und ja, diese Abgrenzungsaggression notwendig ist, um aus dieser Not zu wenden. Und das zeigt ja dann auch, dass die Person dann auch Handlungskompetenz hat, ja, wirksam ist. Und die beste Medizin
gegen Ohnmacht, ohne Macht zu sein, ist eben Wirksamkeit, ist eben das Gefühl, ja, Lösungen zu finden, Handlungen zu setzen, die auch eine Veränderung bringen können oder auch anderen helfen können. Und natürlich die Verantwortung und die Verbundenheit. Und genau das wurde unterbunden, um den Menschen zu schwächen, zu isolieren. Und die Isolation ist ja auch ein Machtmittel, damit Personen getrennt sind. Denn das macht sie anfällig, das ist, schwächt das emotionale und psychosoziale Immunsystem. Und so werden sie auch angreifbarer, manipulierbarer und natürlich auch ja, anfälliger für Krankheiten. Das heißt, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Destruktionstrieb, ein Aggressionstrieb. Und dazu möchte ich natürlich auch gleich zum nächsten Punkt kommen, auch meine neue These, dass ich sage, das ist ein Aggressionstrieb der Zerstörung, eben der Wirtschaft des Menschen, um Menschen abhängig zu machen, zu entmündigen, schwach zu machen und ebenso auch zu manipulieren. Und dieser Aggressionstrieb ist natürlich für mich auch so eine Art Todestrieb. Das heißt, der Todestrieb, der sich in dieser Vernichtung zeigt, Corona-Maßnahmen erwähne ich wieder, Impfpflicht der Nötigung, Menschen in Angst und Schrecken, in Verzweiflung Not zu bringen, sie nicht zu würdigen, zu respektieren, ihre Ängste zu hören und zu sehen. Und das ist vollkommen egal, ob diese Ängste begründet sind oder nicht. Es wurde, wie gesagt, der Mensch entwürdigt und genötigt, vor allem aber auch Kinder. Sanktionen, eben der drohende Weltkrieg, Zerstörung der Wirtschaft, Natur, Existenz, habe ich schon erwähnt. Und ich möchte das vielleicht auch hier noch einmal erklären. Mit dem Todestrieb führte eben Sigmund Freud einen seiner damals umstrittensten Begriffe in der Psychoanalyse ein. Und das würde ich nämlich auch gern mit Dr. Marz diskutieren, mit dem ich auch, wie gesagt, demnächst ein Interview habe. Der Todestrieb bildet den Gegenpol zu dem Lebenstrieb Eros. Eros ist Leben, Lieben, lebendig sein. Und Desmond Morris sagte ja auch, als Verhaltensforscher, Liebe ist Nähe, Berührung, körperlicher Kontakt. Und das wurde genau unterbunden. Und so die Menschen dann entwürdigt, Mensch zu sein. Sie wurden zum Objekt. Eros ist Leben, Begeisterung, lieben, teilen, Antwort geben. Dem Leben eine Antwort geben, dem Menschen eine Antwort geben. Deshalb ist die schlimmste Strafe im Grunde genommen Ignoranz. Und genau das passiert aber auch jetzt durch die Politik. Menschen werden zum einen entmündigt, entmachtet und auch genötigt, um sie dann, wie gesagt, gerade jetzt durch die Teuerung, wo die Energiepreise eben explodieren, ja, dann eben wieder im Stich zu lassen, so wie auch Studenten und Studentinnen im Stich gelassen werden. Die Unis im wahrsten Sinne des Wortes aufschreien und sagen, wir müssen unseren Lehrbetrieb einstellen. Das Gesundheitssystem ausblutet im wahrsten Sinne des Wortes und die Verantwortlichen sagen, ja, es ist angespannt, aber nicht bedrohlich. Und wieder sind alle anderen, nämlich die Ärzte, Ärztinnen und auch die Ärztekammer schuld und so weiter. Das heißt, es wird wieder hier abgewehrt, geleugnet, Abwehrmechanismen, die sehr bedrohlich sind, um dann wieder andere, eben in dem Fall Ärzte, Ärztinnen, schuld zu geben und eben die eigene Verantwortung zurückzuweisen. Ja, und so ist es, dass eben, wie gesagt, der Todestrieb eben auch hier der Vernichtung wirkt, denn es wird ja das Gesundheitssystem, aber auch vermutlich das Schulsystem, Pflegesystem demnächst kollabieren. Und eben, weil eben die Personen im Stich gelassen werden, und das ist genau diese Ignoranz, die unglaublich gefährlich ist, Menschen eben in ihrer Not nicht zu erkennen, sie im Stich zu lassen. Es wird ja jetzt nach wie vor nichts gemacht. Es gibt keine Gaspreisdeckelung, es gibt keine, ja, in keiner Hinsicht irgendeine Unterstützung oder Hilfe. Ja, wie ich sehe, scheint jetzt die Sonne, sodass sie sich auch in meinem Gesicht spiegelt. Aber ich denke, ja, es ist ja auch schön, wenn ja, oftmals eben in der vernebelten, dunklen Situation des Lebens auch, und das ist wichtig, die Sonne scheint, denn sie gibt uns ja auch Kraft und Lebensfreude und Sinn. Nun, ich möchte jetzt wieder zum Text zurückkommen. Das heißt, der Wunsch nach der Vernichtung des Lebendigen kann sowohl auf das Subjekt selbst als auch auf andere Personen gerichtet sein. Im ersten Fall nimmt der Todestrieb die Form der Autoaggression, eben selbstschädigendes Verhalten, habe ich schon gesagt, Flucht in die Süchte, auch Internetsucht. Kinder und Jugendliche sitzen manchmal bis 16 Stunden oder mehr
vom Internet. Die sozialen Kontakte werden unterbunden, soziales Verhalten eben auch verlernt, und dazu zählt natürlich auch die Maskenpflicht. Dazu mache ich aber ein anderes eigenes Video. Und eben bis hin zum Selbstmord ist eine größte Form der Autoaggression. Oder der Resignation und der Regression, ja, Resignation auch, aber Regression heißt, man kommt oder ja, regrediert in eine ja, Entwicklungsstufe des Kindes, Jugendlichen, wo man eben sagt, die anderen sind für mich verantwortlich, ich übernehme jetzt keine Verantwortung, und oder auch die anderen sind schuld und ich kann auch nie etwas dafür. Natürlich ist es so, dass ja, die anderen auch in der Verantwortung sind, so wie auch die Politiker, und je größer eben das Leid von außen in unser eigenes Leben, ins Mikrosystem eindringt, desto eben ohnmächtiger werden dann auch Personen. Und deshalb ist ja eben die Gefahr, dass man in die Regression kommt. Das heißt, es ist ja auch ein Machtmittel, den Menschen so zu entmachten, dass der aufgibt, ohnmächtig wird und in die Regression geht und sagt, ja, der Staat ist für mich verantwortlich oder alle anderen sind für mich verantwortlich und so weiter. Und die Aggression ist genau das Gegenteil, wobei ich gesagt habe, die positive Aggression notwendig ist, ganz notwendig ist, um aus der Not zu kommen, sich zu schützen, aber auch andere zu schützen und auch in die Wirksamkeit und Eigenmacht zu kommen. Richtet sich aber der Todestrieb auf andere Menschen, äußert er sich in einem Destruktionstrieb, dem Wunsch zur Zerstörung und Verletzung anderer. Eine Zerstörungslust erkenne ich natürlich auch in unserer Zeit getarnt, eben solidarisch, moralisch gut und richtig und wert zu sein, heißt ja eben auch für mich Pseudomoral und Pseudosolidarität und bedeutet aber auch, wer sich dieser Zerstörungslust nicht hingibt oder eben mitmacht und sagt, das stimmt was nicht, das ist Aggression, da werden Menschen, Tier und Umwelt und alles zerstört, aber vor allem die Wirtschaft und Menschen in Not und Abhängigkeit gebracht, dann wird mir gesagt, ja, aber wenn du dich dagegen oder auflehnst, dann bist du ja im Grunde nicht moralisch gut und wertvoll, sondern du bist ein asozialer, amoralischer Mensch und du gehörst sozusagen auf den Marktplatz der Ausgrenzung gezerrt und dort auch medial vernichtet. Ja, und so ist es, dass ja immer natürlich auch für mich die Frage ist, wie weit die Politiker das bewusst, unbewusst machen und vor allem, wie weit das natürlich aus der kollektiven Schuld des Ersten, Zweiten Weltkrieges herrührt, dass man sagt, man muss jetzt moralisch gut sein, auch wenn man natürlich ja, offensichtlich auch die Zerstörung in Kauf nimmt. Und natürlich dieser Todestrieb bewusst, unbewusst wirkt. Also für mich ist er offensichtlich schon sehr ersichtlich. Und natürlich man das nicht jetzt einfach als Dummheit, Unwissenheit abtun kann, denn so würde man natürlich die Menschen meiner Meinung nach aus der Verantwortung nehmen und sie auf die Ebenen eines Unwissenden und vielleicht sogar eines nicht mündigen Menschen stellen. Und ich denke, Politiker sind aber sehr wohl mündig und natürlich auch in der Verpflichtung für ihr Verhalten natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, und jetzt sehe ich so schöne Lichtspiele, die ich sehr wohl so belasse, denn ja, manchmal ist natürlich so wichtig, dass auch so erhellende Momente kommen und nicht im Sinne von alles immer perfekt sein muss. Alles, alles Liebe, viel Kraft und Mut und vor allem Durchhaltevermögen und Courage.